Bloodpack! Richtig geil! Richtig geil! Oh, bitte komm zu mir! Wo bist du? Scheiße, der hat ein Bloodpack! Der hat Epipen, der war total gut ausgerüstet. Puh! Und jetzt geht's mir so schlecht, ey, das gibt's doch nicht. Der hat drei Bloodpacks bei. Drei Epipen. Drei Bandagen. Morphin Auto und dann Moni da. Alter! Das geht ja mal gar nicht klar. Wo bist denn du gerade? Wie geil ist der denn bitte ausgerüstet? Okay, alleine bringt das Bloodpack nichts. Ne? Nee! Scheiße, jetzt hab ich rote Verbindung. Da ist ein Zombie im Haus, da ist ein Zombie im Haus, da ist ein Zombie im Haus. Man sieht ihn rausbacken. Sagt mir mal bitte, wo ihr gerade seid. An unserem Todespunkt, wo wir zu dritt gestorben sind. Da seid ihr gerade? Ja. Jo. Lauft zum Supermarkt. Guckt, wo der Supermarkt ist. Lauft mal zum Supermarkt hin. Reinhard, du müsstest vorlaufen, wenn, weil ich weiß nicht, wo es ist. Beeil dich, nicht halt so lange Ausschau. Ich bin gerade im Haus drin. Ich habe einen geilen Rucksack gefunden. Ich habe Essen und Trinken genug. Ich habe Bloodpack. Ich habe Epipen. Richtig geil. Ich habe Morphin. Boah, bin ich gerade happy. Und trotzdem. Das gibt's doch nicht. Schön. Das ist richtig geil. Ja, ich gehe gleich schlafen. Also, hier ist. Bitte, könnt ihr mich. Könnt ihr mich bitte. Tommy ist da unten. Renn weg, renn weg, renn weg. Ja. Könnt ihr mich bitte vorher noch finden? Bitte, bitte. Versuchen können wir's. Lauft zum Supermarkt. Wenn ihr beim Supermarkt seid, sagt Bescheid. Reinhold, du müsstest da vorlaufen, ne? Weil ich habe keine Ahnung. Das haben wir uns gehört, glaube ich. Scheiße, bin ich gerade aufgeregt. Ja, die Zombies haben uns nicht. Duschen. Ja, ich gehe ja gleich. Oh, Reinhold, kannst du noch 10 Minuten bitte? Oder, du bist ja auch noch da, Mike, das... Ey, ich mach aus, aber ich will erst eine Bluttransfusion haben. Scheiße, ey, so gute Ausrüstung hatte ich noch nie in ganz Daisy. Da, ich habe einen perfekten Wecker, perfekte Erinnerung. Was? Wie weit ist denn noch vor, Reinhold? Weil ich weiß nicht, wo der Shop ist, also der Laden. Ich folge Reinhold gerade. Der ist, wenn ihr jetzt an unserem Haus steht, der ist ziemlich weit, wenn ihr am Strand seid. Am Strand. Okay, wir schaffen es nicht, da sind so viele Zombies. Wo seid denn ihr gerade? Wo seid denn ihr? Wir noch am Haus bei uns. An dem Haus, ja? Jo. Ja. Ich folge gerade Reinhold, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich komme zu euch gerannt, ja? Ja, natürlich auch. Wir laufen jetzt da, sind jetzt geht mal zum Strand, bleibt vor Tscherno stehen, ja? Bitte. Da würde ich lieber nicht hingehen, da sind nämlich ohne Zombies. Scheiße, wo zur Tankstelle? Ja, wir laufen außer Tankstelle. Außerhalb von Tscherno oder? Raus aus Tscherno, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe voll die geile Ausrüstung. Deswegen frage ich, ob du die meintest. Ich muss es versuchen, ich meine, hier lang überlebe ich auch nicht auf Dauer. Okay, ich lauf zur Tankstelle. Renn verdammt nochmal zur Tankstelle. Ich will nicht sterben jetzt. Wir sind jetzt an der Tankstelle. Echt? Ja. Gut, wartet da. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufe gerade. Scheiße. Bitte nicht. Sind da Zombies? Viele? Sicher. Also bei uns hier sind gerade gar keine. Ich bin mal an der Straße weiter, ne? Also folge einfach der Straße. Es könnte sein, dass ich ein paar Kumpels mitbringe. Oh, ich habe keine Muni mehr. Und ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Ich hab keine Waffen mehr. Scheiße, ich glaube, ich lauf falsch. Ja, ich lauf falsch. Oder? Scheiße, ich weiß gerade nicht, wo lang. Ach, Kacke! Also, so wie es aussieht, sind bei der Tankstelle zurzeit keine Zombies. Du musst aus dem Markt raus, dann die Hauptstraße entlang. Ich war gar nicht mehr im Markt. Wo warst denn du da? Ich war in einem anderen Haus, wo ich voll die geilen Sachen gefunden habe. Und den epischen Rucksack. Und ich bring ganz viele Freunde mit. Das ist scheiße. Wenn ich erstmal wüsste, ob ich richtig bin, dann könnte ich versuchen, die Hauptstraße oder die Schienen. Vielleicht kannst du dich daran orientieren, so ein bisschen. Also wenn ich komme, mach dich bereit. Vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen rennen. Wir müssen wahrscheinlich dann irgendwo hin, dass wir erstmal die Zombies... Also ich meinte, ich habe 40 Schuss habe ich. Okay, ich bin richtig. 40 Schuss habe ich mit der Lee Enfield.
Das, oh, hast eine Waffe gefunden. Ist auch gut. Ja, die Enfield ist scheiße, aber 40 Schuss, das heißt das sollte reichen, um die Zombies zumindest mal loszuwerden. Okay, ich laufe jetzt aus Sternen raus, noch lebe ich. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Ich will wieder Farbe sehen können, verdammt. Ich sehe dich gar nicht. Ah, nee, ich bin noch nicht da. Dauert noch ein bisschen. Alter, wie viele mir schon hinterherlaufen müssen. Scheiße, bin ich aufgeregt. Ich wacke gerade die ganze Zeit mit dem Bein, weil ich so nervös bin. Mach ich aber auch die ganze Zeit. Das war eine Langeweile. Alter Vater, hab ich gerade. Ich hab noch nie so geile Sachen gefunden wie jetzt. Außer die Waffe wäre noch verbesserungswürdig. Aber ansonsten, hallo, der Rucksack, die ganzen Bloodpacks, Bandagen, Epipen. Ich weiß gar nicht, ob ich Morphin bei habe, aber ist mir jetzt gerade mal egal. Gebrochen ist zum Glück nur nicht, wenn ich mir was breche. Ja gut, das wäre nicht ganz so schlimm, dann könntet ihr beide wenigstens noch zum Krankenhaus laufen und Morphin besorgen. Ja. Aber der Typ hatte anscheinend keine Waffe bei, oder die hat jemand anders mitgenommen. Okay, ich glaube, ich kann die Tankstelle schon sehen. Wo laufen wir hin? Ich sehe ihn, der kommt da hin, ich sehe Seto. Kack! Nein, läuft da. Siehst du uns? Warte mal, hinter mir sind gar nicht mehr so viele. Da sind 3 Zombies noch. Ja, sehr gut. Nee, 2. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwer verloren habe. Mir kam es vor wie teilweise 20. Steht schon mal auf, also ich weiß nicht, ob ich schon. Zwei Stück kommen. Das war's dann auch schon. Und da müssen wir irgendwie die im Wald abholen. Direkt hinter dir. Habt ihr eine Waffe? Nee. Ich, nee. Gar nichts. Keine Munition. Oh, ich hab nur eine Axt. Da ist ein Spieler. Ah, das seid ihr. Ja, das sind wir. Ich hab euch bis eben noch gar nicht wahrgenommen. Okay. Ich dachte, ich hab eben echt einen Schreck gekriegt. Ja, ohne Waffe. Scheiße, ey. Na, ich würde euch ja gerne die Axt geben, weil ich hab echt Angst, dass die mich bewusstlos schlagen. Scheiße, wie schnell bist du? Ja. Warum bist du langsam? Bitte mal, rennt mal rechts in den Wald rein. Ich will jetzt nicht die Straße weiter lang. Ich will erstmal hier die Zombies loswerden. Kommt ihr mit? Ja. Wie viel Blut hast du noch, Mike? 10.000. Ich hab noch 7.000. Mike, kannst du dann bitte einmal kurz Schutzschild spielen, dass du einmal hinter mir läufst, und wenn ich dann jetzt sage, dass du, dass du vor mir bist, aber dass du nicht in meinem Weg stehst, dass die auf dich losgehen, ich aber auf... Na, oh, das ist doof. Scheiße, renn! Ach, Mann! Nee, die wollen mich, die wollen mich, die wollen mich. Renn weiter hoch, renn weiter hoch. Ja, meiner geht nur hoch. Ja, das ist der Berg. Ja, die wollen mich. Nee, renn, 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 renn. Er rennt noch nicht. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich die so gut treffen kann. Laufen die Zombies auf? Ich kann gerne tausendmal... Oh, hinter dir rennt einer. Ja, ich kann nicht rennen. Doch, jetzt kann ich wieder rennen. Hast du ihn? Ja, einen habe ich. Er will dich. Okay, ich hab sie. Oh, geil! Geil! Legt euch unter einen Baum oder so. Scheiße. Nee, komm, wir gehen in die Wald hier rein. Und dann muss mir jeder von euch eine Bluttransfusion geben. Wie sieht's denn bei euch aus mit Essen und Trinken? Mir ist Trinken gerade rot, bei mir Essen geht noch. Essen geht noch, Trinken. Alter, ich bin gerade richtig happy. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder lebend aus Sterne komme, echt nicht. Ich habe echt total gedacht, ich schaff's nicht mehr. Weil ich mit dem Blut, krasse Scheiße. Gut, wenn ich jetzt sterbe, dann sinkt mein Fun-Faktor wieder für Daisy. Okay, warte mal, ich gebe jetzt hier, Mike, warte mal. Ich pack mal in deinen Rucksack. In deinen Rucksack packe ich jetzt, der Rucksack ist ja leer. Du kannst auch Sachen in deinen Rucksack packen, muss ich auch. Ich weiß, aber ich hab nichts Wichtiges dabei, deswegen. Weil wir gerade einfach nur abgehauen sind, wir sind nirgendwo reingerannt. Warte mal kurz, ich packe jetzt hier mal ein Bloodpack hin. Ich bin jetzt schon überlegen, wie ich das hier überhaupt. Wo ist das jetzt? Hast du das? Guck mal in deinen Rucksack rein. Ja, ich hab ein Bloodpack. Echt? Jo. Kannst du mir geben? Moment. Guck mich mal an und dann muss da irgendwie stehen, irgendwie Blut. Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Rearm und Drop steht hier. Also rechts und links steht, funktioniert nicht. Sozusagen. Nee, das liegt auf dem Boden übrigens. Hä? Heb's mal auf. Heb's mal auf und dann scroll mich mal an. Take Bloodpack. Wer hat's denn jetzt genommen von euch? Gift Bluttransfusion. Genau. Moment.
So, oh, danke schön. Danke. Farbe! Oh, wie geil ist das denn? Wieder mit Farbe. Okay, dann fassen wir mal kurz zusammen. Mike, wie viel Essen und Trinken hast du? Moment, ich hab drei Painkillers, drei Fleisch ungebraten, eine Cola und drei Bandagen und ein Messer. Okay, einen zu trinken. Okay, ich muss mal kurz gucken. Also ich habe zwei. Zu trinken habe ich vier. Und zu essen habe ich. Ich habe bloß zwei Essen bei. Ich dachte, das ist mehr. Hä? Habe ich nicht mehr eingepackt? Hast du schon was gegessen vielleicht? Ja, stimmt. Dann habe ich nur drei mitgenommen. Na gut, zwei Essen habe ich jetzt noch. Naja, okay, wie sieht's denn aus? Also ich habe Bandagen habe ich jetzt vier. Bloodpacks habe ich noch zwei. EpiPen habe ich drei. Für was ist denn das normal? EpiPen in der, used for intramuscular injection to be right. Ich glaube, wenn du so zitterst, so. EpiPen. Nee, ich glaube, wenn du bewusstlos bist, glaube ich, dafür war das. Oder so. Bewusstlos. Und ich habe drei Morphie. Oh, wie geil. Painkillers habe ich nur noch einen. Nee, zwei, okay. Dafür habe ich noch drei, also. So, jetzt probiere ich erstmal die Map aus. Geil! Es ist gerade um eins auf dem Server. Ey, wie geil, ich habe noch nie eine Map. Nee, ich will ranzoomen. Ey, wisst ihr, wie ich mich gerade freue? Glaube ich dir gerne. Hä? Hammer. Ich hab doch Muni, aber warum kann ich nicht nachladen? Was war das? Was hat denn so geraschelt? Das war ich. Boah, erschreck mich nicht so. Nee, weil bei mir auf im Invent. Was für Munition braucht denn der überhaupt? Was hast du denn für eine Waffe? Du brauchst 8. Warte mal, 8 Round habe ich sogar noch. Warte mal, ich glaube, ich habe noch dieses 8 Round. Oder habe ich das abgelegt? Ich habe 30 Round und 2 Round. Dieses 2 Round ist einfach nur 2 Schuss. Das sind einfach nur 2 Schuss da unten drin, da steht da. Reinhold, was hast du? Steht auch, welche Waffe dafür benötigt wird. Reinhold, du hast auch nichts mehr zu trinken, ne? Hä? Warte, nee, ich habe nichts zum Trinken. Warte mal, die Muni funktioniert bei meiner Waffe, aber ich kann nicht nachladen. Irgendwie, okay. Alter, bin ich gerade... Oh. Nee, was soll ich dir jetzt geben? Trinken. Ich habe nur drei zu trinken. Naja, ich glaube, da müssen wir noch mal kurz in den Supermarkt. Drei ist ja dann doch nicht so viel. Naja, okay, es geht. Ich hab noch eins, also ich brauche erstmal demnächst noch nichts. Reinhold, ich pack in deinen Rucksack einen zu trinken, ja? Jo. Du musst mal gucken, drück mal G und dann geh mal auf deinen Rucksack und öffnen, geh dann unten Open Bag. Hast du? Jo. Siehst du's? Nicht trinken. Kann mir einer Munition geben? Ich hab leider keine. Nee, du hast dieses. Nee, ich hatte glaube ich was, aber ich hab den Rucksack gewechselt und hab dann alles da gelassen. Weil ich keine Waffe jetzt habe, nichts. Ich habe auch nicht viel mehr. Achso, aber Rainer, du hast mir jetzt eine Waffe, falls du Munition findest. Mike, du kriegst jetzt noch die Axt von mir. Okay. Die ich dann wieder nachladen darf. So. Oh, bei mir blinkt das Trinken. Dann trinken. Siehst du sie? Die steckt so komisch im Boden drin. Da guckt nur noch der Henkel raus. Ja. Okay, wirst du es nochmal aufheben? Na gut. Alter. Ey, war das eine Aufnahme? Richtig war krass. Bei mir das Trinken wieder grün. Sehr schön. What the fuck? Was denn? Wir nehmen schon fast 2 Stunden auf. Oh. Ey, ist ja krass. Da habe ich ja jetzt richtig viel. Dann kann ich ja jeden Tag eine Folge bringen. Ist ja cool. Geil. Imaginäres High Five. Ich freue mich gerade echt. High Five. Yeah. Ja, also ich habe jetzt noch ein bisschen Makarov. Das ist eine Pistole. Ich habe ein bisschen M1911. Ja. Was ist denn überhaupt? Das glaub ich so, ne. Wie hieß nochmal der Server hier? Ich hab Munition für den M203 Granatenwerfer. Toll. Den Server habe ich noch zurzeit. Also ich habe noch bei den Launcher drin. Krasse das war, Scheiße. Das war die 200. Ja, ich sag's jetzt nicht. Okay, ich würde sagen, nächstes Mal machen wir uns dann auf nochmal zum Supermarkt. Ey, wenn wir weggesnipert werden, dann bin ich echt ein bisschen frustriert. Legt euch mal lieber ein bisschen hin. Ja, ich leg mich jetzt mal auch hin. Das ist besser. Wie das aussieht. Ja, also Hinter Baum ist ein bisschen sicherer. Schlag nicht zufällig zu. Also Supermarkt zuerst und dann. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich find's ehrlich gesagt ein bisschen dumm, wenn wir zu dritt in Tscherno rumlaufen. Also ich wäre fast dafür, dass
Dass wir das so machen, dass ich hier draußen vor Cerno warte, weil ich echt ein bisschen Schiss habe, dass ich irgendwie abscheiße und so. Mhm. Und dass ihr beide dann... Reinhold, hast du die Karte noch offen? Ja. Wenn du mal der Hauptstraße nach Cerno folgst, dann siehst du auf der linken Seite, da sind ganz viele solche Dollar-Gebäude. Jo. Dort lauft ihr beide dann in der nächsten... Also bevor wir dann aufnehmen, lauft ihr beide dorthin. Da sind dann ganz viele Gebäude, da könnt ihr rein, da guckt ihr euch um und guckt nach Waffen, ja? Jo. Was ihr sonst so findet. Und ich werde dann so lange hier liegen bleiben, warten, bis ihr wieder... bis ihr wieder rauskommt und dann ja, können wir zusammen irgendwo anders hinlaufen. Ja. Ist okay? Denke mal. Ja, ich hab kein Problem. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz zum Supermarkt, aber ich habe echt richtig, also echt, wir mussten nicht zum Krankenhaus gehen und wir haben Epipen, wir haben Morphin, wir haben Bloodpack, richtig geil. Gut. Ich überleg schon fast, warte mal, Mike, ich gebe dir mal kurz noch mal ein bisschen was an Medizin, weil du hast den größeren, Rucksack. Weil wenn ich sterbe, dann ist alles weg. Das wäre auch ein bisschen kacke. So, du kriegst jetzt von mir ein Epipen, kriegst von mir ein Bloodpack. Wer hat denn weniger Blut von euch? Ich hab noch 10.063. Und du, Reinhold? Ich hab 7.051. 7.000, dann gib mal das Bloodpack gleich mal Reinhold, ja? Jo, kann ich machen. Und ich pack dir noch ein... Das bringt ihm doch eigentlich gar nichts, wenn er es dabei hat oder nicht. Nee, also, du hast das. Ich hab's in deinen Rucksack gepackt, muss mal gucken. Ich weiß. Ich meine nur, wenn wir es ihm geben. Nein, du sollst ihm das Bloodpack verabreichen. Ach so, dann sag das doch. Ja. Okay, also du hast jetzt hier, dann hast du noch ein Epipen und Morphin. Also wisst ihr jetzt, ja, Morphin ist für Knochenbrüche. Ja, ja. Das Epipen ist, wenn man bewusstlos ist, dann kann man das jemandem verabreichen, damit er wieder aufsteht. Und was wir noch bräuchten, ist, wenn jemand krank wird, dann bräuchte man Antibiotika. Ich weiß nicht genau, wie das heißt oder wie das aussieht. Aber okay. Ansonsten, hammergeil, ey. Richtig geil. Hunting Knife, Uhr. Ich hab sogar eine Map. Und ich hab sogar zwei Heatpacks, glaube ich, noch. Nee, doch nicht. Nee. Ich glaube, du müsstest wieder volles Blut haben, Reinhold. Jetzt habe ich wieder volles Blut. Geil. Krass. Gut. So. Schön. Ich würde sagen, bevor wir hier weiter essen und trinken verlieren, machen wir dann jetzt hier erstmal Schluss. Jo. Warte mal. Ich logge mich mal nicht gleich neben euch aus. Bleibt ihr mal da liegen, ich renne nur mal hier hoch. Nicht, dass dann wirklich zufällig irgendjemand neben uns steht und dann... Ja, kann ja immer passieren. Okay. Ja, okay, eine sehr geile Aufnahme fand ich, also ich hoffe ihr auch. Ja, ich fand's Spaß gemacht. Ziemlich geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich am Anfang, wo ich dann gestorben bin, dass das nochmal daraus wird, aber richtig hammergeil. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich auch richtig, wenn wir dann weiterspielen. Ja, dann ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder mit dabei. Ich denke mal schon, wa? Ja, klar. Endlich. Wenn wir dürfen. Wir sitzen. Na, das können wir danach noch machen. Ja, dann vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ich habe ab und zu, war ich ein bisschen wortkarg. Da habe ich echt nicht viel gesagt. Das liegt zum einen daran, das ist immer so, wenn man mit anderen zusammenspielt, sagt man allgemein weniger, weil man nicht den Drang hat, man ist alleine und muss ständig was sagen. Und zweitens, da waren echt teilweise so herzaufreißende Momente dabei einfach mit, wenn ich überlege, hier... herzaufreißende Momente, packende Gefühle. Ja, genau. Voller Emotionen. Also eigentlich wollte ich sagen, so mit hohem Puls und so. Okay. Also wenn ich überlege, in einem der letzten Parts, wo er immer im Hangar den innen mit der Schrot und dann mache ich den mit der Axt kalt und der hat mich nicht einmal getroffen. Oh, das ist hammergeil. Ja, dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Tschüss. Tschüss.